In diesem Kapitel erklären wir Ihnen, wie Sie einen Job splitten können. Dafür wählen wir den gewünschten Job aus, wählen den Blitz aus, Jobs, Job, Rechnung, Split. Hier geben wir als erstes eine neue Zeile ein und unseren zweiten Debitor, in unserem Fall intern. Klicken Enter, wählen die Werkstattbuchungsgruppe aus, OK. Danach geben wir den Anteil ein, in unserem Fall 50%, und drücken OK. Wenn wir nun auf Rechnungsvorschau gehen, Seitenansicht, sehen wir nun beim Arbeitswert Serviceumfang A durchführen, 50% von 8 Euro übernimmt der interne Debitor. Beziehungsweise bei der internen Rechnung 50% Kundenanteil an S4 Computer.